So, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei YouTube, hier bei Yooka-Laylee, immer noch im Stream. Wir haben das letzte Mal Nimbo geholfen, hier Wasser zu lassen. Der hat uns, glaube ich, kein Pagey dafür gegeben, oder? Was ist denn eigentlich, wenn ich den jetzt mit Eis anschieße zum Beispiel? Ich möchte mir das gerade mal angucken, ob das dann was ändert. Ah ja. Oh, Nimbo fühlt sich erleichtert. Okay. Jetzt schneit's und alles friert ein, oder wie? Jetzt haben wir überall Eis. Okay. Ich kann hier also... Und wenn ich Feuer nehme, dann ist wahrscheinlich alles wieder weg, das ganze Wasser. Ich probiere es trotzdem mal. Einfach nur, um alles einmal ausprobiert zu haben. Und dann mache ich, glaube ich, erstmal wieder normal Wasser. Also mit dem können wir hier Tatsache alles... Ah, ne. Die Ausdünstung lief direkt durch Nimbo hindurch. Achso, weil er jetzt auf Eis war? Oder wie? Muss ich das dann zweimal machen? Damit er quasi wieder alles austrocknet? Oder kann ich nicht alles wieder austrocknen? Das ist mal eine interessante Frage. Also nochmal. Schlürps. Upi. Ah ja, Nimbo fühlt sich ungemein befriedigt. Okay. Weiß gar nicht. Ja, jetzt hat er alles wieder trockengelegt. Okay, ich kann hier also selbst entscheiden, ob ich unten Wasser, Eis oder nichts davon habe. Gut, gut. Gut zu wissen. Ich glaube, ich lasse aber erstmal Wasser. Ja, ich lasse erstmal Wasser und dann gucken wir uns mal an, was sich dadurch unten verändert. So. Nimbo hat das ewig in sich getragen. Ja, 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 ja. Muss ich mir dann jedes Mal diese blöde Videosequenz angucken? Ich weiß doch, was du machst. Offensichtlich. Ach ja. Ja. Okay. Also Wasser, dann schauen wir mal. Wir gehen jetzt mal hier rein, das haben wir beim letzten Mal auch geöffnet. Aha, und dann kommen wir hier raus. Alles klar, das ist dann quasi eine Abkürzung jetzt. Wunderbar, da kommen wir da immer wieder zu Nimbo. Jetzt haben wir hier überall Wasser im Graben. Was ändert sich dadurch? Kann ich jetzt hier irgendwas Besonderes tun? Da unten ist ja auch noch so ein Schalter gewesen. Kann ich damit irgendwas machen? Dazu müsste ich, dazu müsste ich halt schwer sein oder so. Weil ich kann den Schalter nicht drücken. Also gucken, ob ich irgendwie schwer werden kann. Sollen wir halt ein Wasser graben? Ich laufe einmal dran lang und guck mal, ob sich da irgendwas verändert hat jetzt. Hier ist auch Wasser. Ist aber nichts Neues, nee. Ist auch Wasser. Und hier hinten geht jetzt auch Wasser entlang. Wird mal. Ging es nicht hier hinten auch noch entlang mit dem Wasser? Moment. Da. Achso, da ging es nur. Ja, schon gut. Vergesst es. Vergesst es. Ach, Luna, lässt der Papa dich schon wieder nicht rein in die Küche. Aha, aha, aha. Hier ist auch eigentlich... Eigentlich dürfte ja nichts Neues irgendwie entstanden sein, weil vorher war ja in diesem Graben eigentlich auch nichts drin. Ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt irgendwo Federn oder so aufgetaucht sind dadurch. Höchstens... Muss man vielleicht nochmal ein Rennen schwimmen? Hallo? Ach, wie schade, meine Bahn ist zu nass. Wenn ihr meinen Onkel seht,
Könnt ihr ihn für mich austrocknen? Aha, die macht vielleicht doch noch mal ein Rennen mit uns, wenn es wieder trocken ist. Offenbar. Na? Was ist das da eigentlich? Ach so, da komme ich von dahin. Ja. Ist jetzt auch alles voller Wasser. Mhm. Jetzt komme ich da unten. Ja, gut, würde ich schon noch reinkommen, denke ich. Ich probiere jetzt noch mal das hier. So, also. Ja, ich kann so weit springen. Sehr gut. Aua. Okay. Habe ich es geschafft? Ich glaube schon. Yeah! Noch ein Pagey. Yippie. Supi. Und jetzt wieder zurück. Na, Prost Mahlzeit. Geh weg! Lassen Sie mich! Rextro haben wir schon erledigt. Und da kommen wir nicht hoch, weil ich da nicht weit genug springen kann. Oder nicht hoch genug springen kann. Okay. Da geht es also auch nicht weiter. Gut. Dann hier nochmal entlang. Da sind wir schon einmal rum. Okay. Lass das Wasser erstmal drin und wir gehen mal... Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte da nochmal hoch. Aber nicht an der Stelle, wo ich vorhin hoch bin, sondern hier drüben. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Nee, hier nicht. Hier, genau. Hier wollte ich hoch nochmal. Denn hier sind ja jetzt auch einige neue Dinge entstanden. Wartet mal, kann ich... Kann ich da rüber? Jo? Frage ist, komme ich wieder zurück? Oh Gott, Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, hier geht's wieder hoch. Oh mein Gott! Nee, hier geht's nicht wieder hoch, oder? Komm schon! Yuka, du schaffst es! Nein! Ich bin so dumm. Na gut, ich spring dann mal. Hm? Ich glaube nicht, dass ich da wieder hochkomme. Na gut. Ich glaube, ich soll da nicht lang. Hier war's nicht. Wo war's denn jetzt? Hier drüben. Du. Alles klar, da haben wir es doch schon wieder. Davon. So, diesmal versuche ich nicht darüber zu gehen. Ich glaube, da ist auch nichts, oder? Es könnten halt ein paar Federn da drüben rumschwören. Egal.
Was bist du denn? Halt, Windeck, halt, Windsechse. Der große Rampo hat kein Interesse an deinen Haustürgeschäften. Kehr um, sonst bist du dem Untergang geweiht. Nein? Ach Mann, jetzt bin ich runtergefallen, weil er mich unterbrochen hatte. Flachkopf. Tag. So, jetzt aber. Hopp. Habe ich hier drüben eigentlich noch was übersehen? Kann ich von hier aus vielleicht zu Rextros Dingern kommen? Nee. Ich glaube eher nicht. Ist jetzt hier unten noch irgendwas anderes gekommen? Nein. So, das geht ja wieder nicht aus. Kann ich da vielleicht unter durchrollen? Nein, auch nicht. Keine Ahnung, wie ich da dran vorbeikommen soll. So. Die hier vertragen mehr mit den Aua, mit den Hüten. Vielleicht kann ich. Nee, da muss ich wohl höher springen können. Oh Gott, oh Gott. Der große Rampo, alter, kantiger Steintyp. Ah, der große Rampo braucht keine doppelverglasten Fenster. Ihr sterblichen Verkäufer. Wir verkaufen keine Fenster, sondern jagen Pages. Ich bin Yuka und das hier ist Lail. Ruhe, der große Rampo. Er kennt Klinkenputzer auf den ersten Blick. Ihr beide geht allen Charakteren dieser Insel mit euren Angeboten auf die Nerven. Kriechen statt rollen? Kriechen? Das könnte ich mal probieren, wenn ich das nächste Mal da hoch mache. Macht euch bereit, blablabla, bestraft zu werden, ihr lästigen Glashausierer. Bitte was? Wie viel Energie habe ich denn gerade? Naja, ich werde mir ein paar Schmetterlinge einverleibseln. So, ich muss da hoch. Okay. Da ist wohl die Hitbox doch wesentlich größer, als ich gedacht habe. Mann! Nein, Yuka, bitte. Echt jetzt. Vielleicht sollte ich einfach springen. Ich bin auch so doof irgendwie. Kann ich da drüber springen, ist die Frage. Ja, könnte ich. Und nun? Ja, und nun? Achso. Aua. Scheiße. Ich dachte vielleicht. Zähne zerschlagen. Einfach schlagen? Ja, richtig. Ah, das einnehmende Lächeln des großen Rampus. Ja, okay. Das einnehmende... Nein, puste mich nicht runter, du doof Mann. Jetzt bin ich gerade oben gewesen. Ah, mal sehen, wie ihr damit klarkommt, ihr sterblichen Plagegeister. Oh Gott. Gib mir mal ein paar Smetterlinge. So.
Ach du lieber Himmel. Aua! Ah, scheiße! LOL! Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uah. Mann, spring doch mal richtig. Was ist denn los? Bitte nicht wieder runterpusten. Ah, aufhören! Der große Rampo hat noch offene Zahnarztrechnungen. Okay. Nein, oh, er pustet uns wieder runter. Okay. Der Abhang des großen Rampo steht nur eingeladenen Gästen zur Verfügung. Haltet euch fern. Haltet euch fern. Ach du lieber Himmel, das schaffe ich doch nie im Leben. Okay. Mh. Mal kurz warten. Spawnen diese Schmetterlinge hier wieder neu? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Wenn ich jetzt hier weggehe, ja, dann da sind sie wieder. Okay. Ich glaube, ich warte mal kurz einen Moment, bis hier ein paar Schmetterlinge gespawnt sind. Aber ich habe nicht so viel Energie, glaube ich. Oder? Ja, zwei fehlen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ach du Scheiße, okay. Nein, oh! Hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp! Okay. Ja, geschafft. Huh. Ah. Oh, oh. Nein, der heilige Abhang des großen Rampo wurde geschändet. Seid verflucht, sterbliche Hökerer. Der große Rampo hätte so tun sollen, als sei er nicht zu Hause. Ja gut, du konntest dich jetzt auch nicht wirklich verstecken, Rampo. Oh, danke schön. Oh, ist das ein Grilled Cheese Sandwich? Ja. Dankeschön. Geil, Leute. Tja, oh, jetzt habe ich den Text nicht gelesen, weil ich so begeistert war von meinem Sandwich. Ich habe ein Sandwich bekommen. Wäre es mit einem Berufswechsel, Yuka? Ein Pagey, yippie. Na, großer Rampo, wie geht's dir so? Luna. Ah, nicht doch mein Auge, mit der aggressiven Verkaufsmethoden hat der große Rampo nicht gerechnet. Schön ablecken, das Auge. Komme ich da drüber? Ja. Luna, ich sehe nichts. Ja, ich esse es, bevor es kalt wird. Ich wollte die Federn noch holen. Also, als geschändet würde ich einen Besuch beim Zahnarzt nicht bezeichnen, ja. Oder? Würde ich auch sagen. Hui! So, mal von meinem leckeren Sandwich abbeißen, meine Freunde. Oh, nom nom. Lecker. So. Okay. Da hinten konnten wir auch noch in eine andere Richtung gehen. Da gehe ich jetzt auch noch mal hin. Die kann ich ja nicht raufhüpfen, ne? Nee, dann kriege ich Schaden, glaube ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Einfach mal bis runter. Ist okay, Yuka. Ist okay. Was war das denn gerade? Ach so, das ist der Geist hier unten. Der mit mir nicht reden will. Also. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Wir haben ja aber auf jeden Fall noch einige Pages, an die wir auf jeden Fall nicht rankommen werden. Weil uns da wahrscheinlich noch Fähigkeiten fehlen. Aber gut, das ist dann eben so. Wir machen so viel, wie wir können in dieser Welt. Und dann werden wir uns zur Welt 2 aufmachen. Okay. Einen Moment, nochmal kurz abbeißen. Boah. Ich glaube, da ist ein Haufen Knoblauch drauf, Leute.
Aua. Knoblauch, beste. Ja, richtig. Beste einfach. Knoblauch kann nirgendwo genug dran sein, finde ich. Hm, gut, vielleicht an Pudding jetzt nicht unbedingt. Wer bist denn du? Hallo? Na, Michi? Hallo, wer bist du denn? Hallöchen, Fremde. Ich bin Katos. Lass mich raten. Der Gott des Erzes? Ich hab keine Ahnung, wovon du redest, Fräulein. Mein Job ist es, auf den Schienen der Großwälzer zu fahren und Gold zurückzubringen. Ich habe allerdings schon lange keine Schätze mehr gesehen. Wir Karren interessieren kaum noch jemanden. Entschuldige, was hast du gesagt? Ich habe nicht zugehört. Boah, Lady, du bist so unverschämt. Schön, dich kennenzulernen, Katos. Wir suchen Pages. Glaubst du, auf deinen Gleisen können wir welche finden? Ihr werdet haufenweise finden, wenn ihr in mir seid, Leute. In mir? Das klingt irgendwie nicht richtig. In den Schächten ist viel zu holen. Was haltet ihr davon, mal mitzufahren? Okay. Probieren wir das doch mal. Geht klar, Katos. Wir versuchen's mal. Mhm. Ma. Joho, joho, hoho. Oh, Junge. Wie in den guten alten Zeiten. Wenn ihr ein paar Pages aufreißen wollt, müsst ihr 60 Edelsteine auf meinen Gleisen sammeln. Bevor ihr das Ende erreicht. Okay. Soll ich euch die Steuerung erklären, Leute? Bitte. Ja? Mit B springst du, mit Y schießt du und mit L beschleunigst oder bremst du. Also mit B springen, mit Y schießen. Alles klar. Luna? Bitte. Oh, ich kann nichts sehen. Hilfe. Aha. Oh Gott. Oh, Hilfe. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel. Um Gottes Willen. Das ist aber nichts für mich hier. Nicht springen. Eigentlich hätte ich jetzt lieber nicht springen sollen. Jetzt springen. Okay. Wie viel braucht ihr? Oh. Luna, geh bitte weg. Oh Gott. Hilfe. Nein, nicht springen. Ah. Oh. Ja, springen. Nein, nicht springen. Oh. Springen. Okay, wir haben 60. Luna, bitte. Hilfe, 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 Hilfe. Schießen. Ich kann doch auch schießen, nicht dumme Nuss. Juhu, klasse, Partner. Geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Manometer, nach all den Jahren fühle ich mich wieder wie ein junger Karren auf den Gleisen. Uff, ich glaube, dein verstaubter alter Karren hat mir Ausschlag verpasst. Danke, dass ihr einem alten Karren nochmal so richtig Spaß bereitet habt. Hier ist eure Paige. Yay! Kann ich nochmal mit dir fahren? Manomate, die wilden Fahrer sind wieder da. Wie wäre es mit noch einer Fahrt? Rein spaßeshalber? Nein. Keine Chance, ich setze keinen Fuß in diese Todesfalle. Ja, also sollte uns am Ende noch eine Pagey fehlen, dann ist das wahrscheinlich hier bei ihm. Aber momentan würde ich da jetzt auch nicht nochmal fahren wollen, ehrlich gesagt. Kann ich das nicht auflecken? Nee. Wow, ganz schön windig hier oben. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Nee.
Okay, hier geht's also nicht weiter. Hm. Gut. Da waren wir, da waren wir. Da komme ich nicht hin und hier kann ich noch hoch. Okay. Gut, Freunde. Jetzt kann ich hier lang. Was ist da unten? Achso, ich muss hier runter. Ja. Verstehe. Sind hier noch irgendwo Noten? Nee. Ja, was ist das? Schau, ich bin's, der fantastische Gesundheitsstrecker. Sammle uns, um deine Gesundheit zu strecken. Ja. Habe ich jetzt einen Schmetterling mehr? Ja, wie cool. Geil. Okay, wartet mal. Kurz das eine Brot hier wenigstens mal aufessen. Okay. So, das heißt, wir haben das gefunden, aber irgendwo muss doch hier auch noch dieses Energiedingens rumliegen. Gehen Sie weg. Was fehlt uns denn jetzt hier eigentlich noch? Mal gucken. Also noch 9 Pages. Sehe ich das richtig? Ja, 9 Pages, noch 40 Noten. Und dieser Energie, was auch immer, Schub. Ach ja, und der eine Geist. Und ich glaube, das sind alles Sachen, wo wir im Moment einfach noch nicht rankommen. Außer euch fällt jetzt gerade noch was ein. Wo wir hier noch was machen konnten. Aber ich glaube... So, alles in allem haben wir eigentlich gemacht, was wir konnten. Ich werde jetzt nochmal das Wasser einfrieren, dann nochmal unten mit der Wolke reden. Und wenn die dann auch nichts machen will, dann mache ich es nochmal weg und rede nochmal mit ihr. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts weiter zu tun. Meine ich, nee. Gut, gehen wir nochmal zu Nimbo. Den Schalter hier unten halt, aber da bin ich halt nicht... Ich müsste, glaube ich, schwerer werden, damit ich den Schalter da unten drücken kann. Ach Gott, habe ich schon wieder Noten gesagt? Entschuldigung. Gewohnheiten lassen sich wohl schwer ändern, wenn du Federn immer noch Noten als Noten bezeichnest. Ja, habe ich schon am Anfang gesagt, das werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit tun, weil irgendwie... Keine Ahnung, ich versuche es die ganze Zeit, aber irgendwie klappt es nicht. Klappt es nicht. Wenn ich nicht dran denke, dann sage ich einfach irgendwie Noten die ganze Zeit. Ich mache das nicht mal mit Absicht. Ich vergesse es einfach. Oder, keine Ahnung, mach das einfach aus Versehen. So, jetzt ist alles eingefroren. Dann gehe ich mal jetzt mit der Wolke reden. Wo waren die jetzt gleich wieder? Wie sich das anhört, wenn der hier drauf läuft. Fiep, 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 fiep. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh, hier drauf rollt es sich aber nicht gut.
War die nicht hier gleich irgendwo ganz in der Nähe gewesen? Hätte doch die andere Richtung gehen sollen, glaube ich. Egal. Okay, reden wir mal jetzt mit ihr. Ihr? Oh, ja, ihr. Mein Rennmann ist steinhart. Das hat wahrscheinlich mit der Erkältung zu tun, die wir deinem Onkel verpasst haben. Ach, eine starke, was, oh Gott, Cumulonimbus-Wolke wie er kann das ab. Wie wäre es, wenn wir die Gelegenheit nutzen und ein schönes Rennen abhalten? Okay. Ich glaube, das gewinne ich aber nicht, weil auf diesem glatten Eis ist es ziemlich schwierig. Nur zu, wir haben keine Angst vor eisigen Verhältnissen. Insbesondere, da ich den Boden nicht berühren werde. Oh. Eigentlich ist die Zeit um, aber das machen wir jetzt noch. Eine Runde, wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt. Und los. Ja, das ist... Oh Gott. Das ist mega langsam hier auf diesem Eis. Uiuiui. Da sind gar keine Schmetterlinge. Na toll, wenn ich es aber auch verpasse, ich Dominus. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Nie im Leben. Ich glaube aber, da brauche ich bestimmt ein Tonikum, was mich schneller macht. Weil, wie gesagt, ich bin mega langsam hier auch auf dem Eis. Egal, ob ich jetzt die Schmetterlinge sammle oder nicht. Verdammt. Sie hat doch schon gewonnen, oder? Ah, nee, das ist so doof. Ja, ich verpasse halt die doofen Schmetterlinge die ganze Zeit. Blöd. Egal, sie hat schon gewonnen. Hey, Lil. Na, Alex, alles klar? Geht's dir gut? Und das imaginäre Publikum dreht durch. Ja, ich glaube, da warte ich mal noch ein bisschen. Du luftige Mogelpackung, das Eis wirkt sich nicht auf deinen Halt aus. Beziehungsweise ich mache nochmal das Eis weg und das mach wieder das Wasser auch weg. Und dann gucken wir mal. Ach, ich habe auf allen Oberflächen starken Halt. Habt ihr Zeit für noch eine Runde? Nee. Wir versuchen mal, ob die mit uns auch ein Rennen macht, wenn das Wasser weg ist. Das geht vielleicht einfacher. So. Ja klar, mir geht's richtig gut. Und dir? Oh, mir geht's heute eigentlich auch ganz gut, ja. Mir geht's heute eigentlich auch ganz gut. Doch, doch. So, wo war jetzt gleich wieder... Oh, ich finde das immer nicht so schnell, wo ich hier hin muss, um es wieder zu wechseln. Moment. War das hier hinten irgendwo? Ich glaube schon. Vielleicht geht es ja ohne Eis dann einfacher. Wobei ich mir halt denke, die kam mir jetzt auch ein bisschen schneller vor als vorhin. Dass wir das eventuell nicht schaffen können. Mal gucken. So. Schlaps. Wenn er nicht immer dieses Video machen würde, dann würde man es locker schaffen, den zweimal anzuschießen. Oh,
Oh, dein Ernst jetzt? Bin ich nicht nah genug dran? Verdammt nochmal. Jetzt regt er mich auf. Jetzt, die Knöpfe gehen gerade nicht. Ich gehe doch da hoch. Das Spiel ist gerade für mich ein ungewohnter Einblick. Ich habe mich richtig an das Spiel mit der Farm gewöhnt. Ja, das spielen wir mal zwischendurch, aber mittwochs und freitags spielen wir ja immer unser, ich nenne es mal, Hauptprojekt im Stream. Und da haben wir jetzt heute mit Yooka-Laylee angefangen. Ich werde Violet nicht weiterspielen. Ich habe gar keinen Bock drauf. Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Ich mache das besser nicht. Gibt ja hier nicht umsonst die Abkürzung. Lol, Leute, ich hätte schon längst die Folge beenden müssen. Naja, was soll's, ist ja halt mal 5 Minuten länger, ne? Ja, liebe Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, hier mit 5 Minuten länger, dann lasst mich doch gerne wissen, indem ihr mir gerne einen Daumen nach oben gebt oder ein Abo oder auch einen Kommentar schreibt unter dem Video. Wenn ihr mögt, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.